Herzlich willkommen zurück zu einem Play Landwirtschaftssimulator weiter in die Malmöglichkeit Labor. So, letztes Feld düngen, dann haben wir es gleich geschafft. Ich weiß nicht, ob die. Also, das ist jetzt ja genauso, die Telekom und Vodafone gehen, möchten sich zusammentun, um die Funklöcher in Deutschland zu schließen. Ich finde die, ich weiß nicht, also wenn man dann die Forenbeiträge hört, das ist alles nur wieder dummes Gerede und was weiß ich. Also keine Ahnung, jeder denkt in diesem Land nur noch negativ. Aber eigentlich finde ich das eine ziemlich coole Idee, wenn die das machen und sich gegenseitig helfen. Vielleicht kriegen wir dann diese Funklöcher geschlossen, weil wir hatten ja auch die letzten Monate einen Todesfall, wo jemand keinen Notruf anrufen konnte mit dem Handy, weil in dem Sinne da ein Funkloch ist. Also sowas darf heute einfach nicht mehr sein. Dass wir da hinterherhängen, wissen wir. Aber dass man gleich alles kaputt redet. Also manche Forums in Deutschland sind wirklich so widerlich einfach. Keine Ahnung, steht ihr morgens schon auf und kippt euch das Bier in den Kopf oder weswegen schreibt ihr alle so negativ? Also keine Ahnung. Es ist genauso, die Kooperation jetzt mit Unity Media und Vodafone, dass die sich zusammengetan haben, wenn ich ganz ehrlich bin, passt mir auch nicht so richtig, weil ich finde, drei Anbieter sind besser wie ein Anbieter oder zwei Anbieter. Aber für die Leute, die eine Gigabit-Leitung haben und zahlen jetzt statt 119 Euro 79 Euro, hat sich doch schon gelohnt. Punkt. Ja. Wir haben nagelneue Handyverträge gekriegt für das gleiche Geld mit viel bessere Geschwindigkeit, mit bessere Sprachqualität, was man sofort gemerkt hat. Ganz ehrlich, warum soll ich es kritisieren? So. Nein, wenn du dann Forums liest, ist nur am Kritisieren, nur am Rumschreien, nur am Rummeckern, keine Ahnung. Also, manche Menschen sind so launisch irgendwie. Und alles nur negativ und alles nur schlecht reden und dies und jenes. Es hat sich doch noch nichts geändert. Noch gar nichts. Genauso, wenn jetzt eine Störung kommt, ja, jetzt ist Unity Media Vodafone, ab jetzt gibt es überall Störungen, typisch Vodafone. Leute, das ist so ein Schwachsinn, was ihr einfach redet. Ja, also so einen großen Müllhaufen habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, weil es hat noch gar keine Auswirkung. So. Aber das ist typisch Deutschland, es wird alles nur noch negativ und schlecht geredet. Ja, das ist genauso wie jeder den TÜV schlecht redet, dass der TÜV völlig übertrieben ist, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber der TÜV hat schon einen Sinn. Aber es ist einfach. Manche Sachen sind einfach so ein Umbruch einfach. Wenn ich schon morgens so aufstehe, hätte ich auch keinen Bock und würde alles kritisieren. Also wirklich. So, wenn Leute sagen, warum machst du YouTube? Verdienst auch kein Geld damit. Als wenn man jemals YouTube gemacht hat, deswegen. So ein Schwachsinn einfach. Manche Menschen haben einfach kein Gehirn. Sorry, ich muss da einfach so Klartext drüber reden, weil gerade auch dieses einfach alles ins Internet zu posten, einfach so, wie ihr Bock habt. Leute, denkt ihr einfach auch mal ein bisschen nach, dass man weiß, wer ihr seid? Also manchmal, ihr denkt auch, ne, ihr seid unantastbar. Ja, ihr könnt eure Meinung äußern, aber dann bleibt doch einfach mal sachlich und nicht asozial. Also, man kann heute, ich war früher wirklich jemand, und das muss ich ganz ehrlich sagen, der viel Forums gelesen hat, um einfach mit Leuten Meinungen auszutauschen, wie man was besser machen könnte, wie bei Computer, mache ich heute nicht mehr. Warum mache ich es nicht? Weil das Forum einfach oder 99% der Forum so asozial ist, das ist wirklich widerlich. Ja? Derjenige, der dann das Problem hat, der kann nichts dazu. Das muss man ganz klar sagen, weil derjenige, dem ich da geholfen habe, der hat sich dann bei mir bedankt. Aber die Leute, die mich dann da kritisiert haben, was die für eine Scheiße geschrieben, mein Gott, Leute. Also so manche Sachen. Ist einfach schon ein bisschen dumm. Aber
So ist es halt heute. So, wie sieht's hier aus? Müssen wir das sauber machen? Ich denke nicht. Wie geht's euch eigentlich, hä? Herbert und Herbert Liese. Wie geht's euch beiden denn? So, wir hätten schon 91 Liter. Das ist ja nichts. Wir haben 12.733 Liter Milch. 32.000 Liter Gülle und 18.000 Liter Mist. Ist ja egal, welche Kuh man andrückt. 12.733 Liter Milch. Was kriegen wir für einen Liter? Oder für 1.000 Liter kriegen wir zum Beispiel 2.299. 12.000 hätten wir, wären 20, 24.000. 25, 26.000 sind das. Heftig, oder? Das ist schon gut Kohle. Lass das mal so weiterlaufen. Gut, dann gehen wir mal Hayabubu machen. Ich glaube, ab 19 Uhr, dann stellen wir halt die Zeit schnell. Das macht ja nichts. Wir schlafen dann 12 Stunden. Wie immer. Du bist momentan nicht müde. Okay, dann stellen wir mal gerade ganz schnell bis 19 Uhr. Wir müssen hier nochmal rausgehen, weil sonst funktioniert es nicht. Ja. Sieht schon cool aus, ne? Das mag ich auch. Dass die Wolken und so. Das ist schon cool, Leute. Kuckuck, Karton. So. Können wir wieder langsam stellen. Blub. Oh, 12 Stunden. Und schlafen. Tschüss. 5000er Geschwindigkeit. 5000 PS hat er, glaube ich. Ah, guten Morgen. Aufgeschlafen. So, gehen wir mal gerade gucken. Wie sieht es jetzt hier aus? Ich denke, es ist nicht fertig. Wäre auch ziemlich unrealistisch. Dann gehen wir nämlich erstmal Gras mähen. Ja, guck hier, sieht doch ziemlich gut aus. Im Wachstum. Aber, das wird noch ein bisschen dauern. Ja, dann gehen wir mal Gras mähen, würde ich sagen. Okay, reicht. So. Tun wir mal ein bisschen was für die. Für unsere. Tierchen. Aber eigentlich könnten wir. Wartet mal. Das machen wir gleich. Ich muss erst ausmisten. Bitte. Ganz wichtig. Das sah gerade vom Weiten aus, als wenn das nicht. So stehen würde, sondern eher liegen würde. Blub. Ah, mal von außen gucken, bitte. Ja. Morgens müssen wir den Schweinestall hier sauber machen. Das geht nicht anders. Super. Aha. Dankeschön. Tür wieder sauber. So, dann machen wir noch die Hühner sauber. Hier sieht es ja auch aus wie bei Hempels unterm Sofa. Hallo? Könntest du vielleicht hier ein bisschen sauber machen? Danke. So. Alles wieder sauber. Guck mal.
Drei Kisten. Eieiei, was sind denn jetzt drei Kisten? Hä? Also den Sinn verstehe ich nicht. 63 Liter, das passt doch nicht. Hä? Ist eine Kiste 100 Liter? Kann das sein? Also 100. Kann das sein, dass hier eine 100 sind? Ich warte einfach mal. Es kann sein, ne? Da will ich. Ja, vielleicht schreibt es einer was von euch. So, immer Gras mähen. Ach so, vorhin hatten wir 12.000 Liter, ne? 14.700. Das ist schon cool. Da müssten wir auch mal gucken, was brauchen wir denn bei den Kühen als nächstes? Heu und Silage, Gras nicht, aber Heu und Silage. Sauberkeit und Wasser könnten wir auch mal. Also wenden wir diesmal wieder. Würde ich sagen, ne? Sauber gemacht haben wir, das dauert einen Augenblick. Unfassbar gut, ne? Mit den Sonnenstrahlen und so, das ist schon. So, dann wollen wir mal. Action. Runter mit dem Sauerkraut. Also dicht an der Ecken brauchen wir nicht ranfahren, das bringt eh kaum was, also daher. Lieber durchziehen und vernünftig. Perfekt. So, wenn wir Gras drinne haben, dann machen wir auf jeden Fall Heu heute draus. Ne, hier lang. Jetzt drehen, rückwärts und Gas. Ja, jetzt haben wir natürlich Hühner sind voll. Kühe würden natürlich noch viel mehr reingehen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie groß der Kuhstall war. Aber da würden auch noch ein paar reingehen. Ja, und dann können wir bald schon Schweine machen, ne? Aber erstmal Fahrzeuge. Fahrzeuge, mehr Felder, weil wir brauchen auch Kartoffeln und sowas dann. Aber eigentlich sollte das jetzt fahren mal durch, weil hier auch nichts gemäht ist. So.
Also ich denke, das wird dann ganz cool mit der Zeit jetzt, wenn wir dann noch mehr Tiere haben und so. Könnte dann ganz cool werden. Aber wie gesagt, wenn ich die Map nochmal wechsle, dann gehe ich auf jeden Fall auf Hof Bergmann. Das steht auf jeden Fall fest. Aber zurzeit muss ich ganz ehrlich euch gestehen, ich will gar nicht wechseln, weil es mir einfach saumäßig viel Spaß macht hier. Ne? Perfekt. Ich sage damit vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns morgen wieder. Tschüss.